Bei den Söldnern bin ich mir jetzt wiederum nicht so sicher, ob ich die wirklich zusammenfassen will, weil Söldner sind ja halt die kosten halt 20 Kröten das Stück, ne? Das ist eine teure Einheit. Du läufst bitte hier hoch. Und du bleibst mal noch da hinten stehen. Wartest, bis die Einheiten da vorbeigelaufen sind. Wir hören uns dann bei Zeit noch ein paar Söldner nach. Wir brauchen noch eine Kanone, finde ich. Wir brauchen eigentlich noch zwei Kanonen oder drei, um genau zu sein. Wir sind knapp am Rekrutenlimit, also am Reservenlimit. Wie viel Kaff haben wir? Vier. Das ist nicht so schlecht. Ja, wir holen uns noch drei normale Infanterieeinheiten und den Rest füllen wir wieder mit Söldnern auf. Dann heißt das also einmal Karakunlu erniedrigen. Wer ist nochmal unser anderer Rivale? Wir haben noch Yakant und die Mamelucken, okay. Mamelucken haben wir wahrscheinlich noch einen Waffenstillstand für 2 Jahre, das ist nicht lang. Okay, 25, gut, komm her. Wir können jetzt die erste Ideengruppe nehmen, aber das mache ich noch nicht. Das mache ich erst, wenn ich irgendwo ein bisschen mehr Power übrig habe. Oder wir können uns jetzt überlegen. Also Admin-Ideen wären halt echt gut wegen den Kosten zur Kernprovinz-Erstellung. Das spart uns auf lange Sicht auf jeden Fall Geld. Ich mag Innovationsideen gerne. Also ich will schon eine Idee nehmen, wo man dass wir die Regierung reformieren können, weil die ist einfach scheiße. Mit diesem -1 auf diplomatische Beziehungen, das steht uns so ein bisschen im Wege. Ja, nationale Reserve- und Truppenlimit ist okay, aber... Kann ich das ansonsten nochmal gerade... Das müsste ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Ich glaube, dann kriegen wir auch nicht mehr so ultra die Scheißherrscher. Dann haben die vielleicht auch mal 3-3 oder sowas, ne? Also das sollten wir schon... Die Regierungsform sollten wir da schon irgendwann reformieren. 1-3-4 ist schon hervorragend für so ein Emirat. Königreich werden wir, wenn wir mindestens 1000 Gesamtentwicklung haben, wir sind bei 514. Also sollten wir versuchen, das irgendwann auch noch zu machen. Okay, was brauchen wir für die Gesamtentwicklung? Sind die Wirtschaftsideen nicht schlecht? Die Wirtschaftsideen sind sowieso ziemlich cool, weil sie halt die Autonomie nochmal verringern, weil wir weniger Armeeunterhalt haben, die Baukosten reduziert werden und die Provinzentwicklung günstiger wird, -20%. Innovationsideen, finde ich, sind etwas schlechter geworden, weil wir keinen Bonus mehr bekommen auf Armee- und Marinetradition. Ich glaube, das gab es mal früher. Ich meine, die sind ein bisschen schlechter geworden. Dafür gibt es jetzt einen zusätzlichen Berater, meine ich zumindest. Sie sind insofern gut, weil sie die Technologiekosten um 5% reduzieren, weil die Söldner billiger werden und weil der Prestigeverfall niedriger wird. Aber wir haben, also beim Prestige mache ich mir jetzt nicht so die Mega-Gedanken. Ja, die Admin-Ideen, die ganzen Söldner-Sachen, die billiger werden, das ist okay. Die Admin-Technologien, die um 10% billiger werden, ist auch cool. Produzierte Güter plus 10 ist okay. -1% Zinsen ist eigentlich unwichtig. Aber halt nochmal hier die Kosten zur Kernprovinzerstellung, die wir quasi sparen. Also ein Viertel... Der Kosten, den man sich spart, das kann man sich ja ausrechnen, kostet eine Provinz 40 Grundsteuer zum Koren, spart man 10. Das heißt, wenn man 4 von den Dingern kort, hat man sich quasi eine Provinz geschenkt. Ne? Und das ist eigentlich schon ziemlich nice. Ich will nicht alles über Vasallen machen. In Afrika muss ich zum Beispiel sowieso alles erobern.
Ich muss mal gerade weiterrechnen. Also in Afrika muss ich alles erobern. In Indien muss ich später auf jeden Fall auch noch was erobern. Da kann ich nicht alles über Vasallen machen. Ich kann einiges über Vasallen machen, aber nicht alles. Da sind die Einflussideen natürlich gut, ne? Zeit, einen Anspruch zu fingieren. Dann könnten wir es uns auch... Kosten für diplomatische Annexion minus 25%. Das konnte man ja ganz gut sehen bei beim Irak. Das waren ja 700 irgendwas, 768 oder so. Wenn sich da ein Viertel gespart hätte, also sind schon fast 200 Diplo-Punkte, ne? In die man sich da spart. Diplomatisches Geschick und Unterhalt ist halt gut. Stammesdemokratie, das ist ja witzig. Abklingzeit nationaler Schwerpunkte minus 5. Tja. Also den Part hier, den muss ich wieder klein schnibbeln. Seht ihr ja jetzt schon. Ich mag ja auch die humanistischen Ideen, aber die bringen mir nichts. Ich muss die Regierung irgendwann reformieren. Und also unsere Regierung ist einfach nur ultra scheiße. Das mit dem Truppenlimit ist ganz nett, aber nee. Und westernisieren? Weiß ich nicht, ob wir das machen. Muss ich mal gucken. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht, wenn man die Admin-Ideen halt komplett abgeschlossen hat, ne? Wir sparen halt jede Menge Admin-Macht dadurch, dass wir sie forschen. Also wir nehmen die administrativen Ideen. Bei den Mamelucken können wir ja auch nicht viel mit Vasallen arbeiten und so weiter. Wir reduzieren die Söldnerkosten erstmal. Ich werde ja gleich noch ein paar anwerben. Insofern bietet sich das an. Dann bekommen wir ja auch irgendwann Admin-Events. Die Admin-Events sind cool. Die Wirtschafts-Events, die sind fast noch besser. Aber ich denke, mit den Admin-Ideen sind wir echt gut beraten. So. Es kommen noch ein paar Truppen. Wie sieht's aus? 2, irgendwas, die wir jetzt gerade momentan miese machen, okay? Wir nehmen noch 2 mit. Warten noch, bis die Kanone fertig sind, dann ist auch der Anspruch durch. Ich muss doch gleich nochmal nach den Revolten gucken. 5 Jahre ist okay, das ist wirklich... Das dauert ja dann wirklich noch eine Zeit lang. Wir haben den Mogadischu-Kriegsgrund. Mit wem bist du verbündet? Mit Tabaristan. Das ist nicht schlecht. Mit wem ist Tabaristan verbündet? Mit Bukhara und Karakunlu. Kommt Bukhara da irgendwie hin? Ich glaube nicht, dass Khorasan dich durchlässt. Wer könnte dich durchlassen? Afghanistan und dann Persien. Aber wir nehmen
Von Tabaristan nehmen wir zwei, drei Cores zurück für die Timmys. Und am besten noch hier die zwei für die Timmys. Da hat zwar Persien einen Core drauf. Und wir können die den Timmys zurückgeben. Dann wird da wieder eine Revolte losbrechen. Dann müssen die Timmys dann aber durch. Weil die konvertieren halt auch fleißig wie die Geisteskranken. Es ist ja gut, dass die hier so viel konvertieren. Minus 71 Prestige. Wow. Die haben noch keine Idee. Immerhin minus 5 Jahre Nationalismus, ne? Ja, ob das glücklich macht, wer weiß. Ich brauche noch ein Embargo gegen Yakant. Wir brauchen keine Ungläubigen. Wir nehmen die Pietät mit. Ja, die Osmanen machen auch mit. Ihr kriegt auch wieder eine Provinz. Ich verspreche es euch. Oh, guck mal da. Stehen die da oben drin. Und gucken dumm aus der Wäsche. Nas Meinung gegenüber Swahili hat sich um 10 geändert. In Herrgotts Namen. Sagen wir mal, vielleicht noch, ob die irgendwo Festungen haben, die ich unbedingt brauche. Jedenfalls nicht an meiner Grenze. Ja, keine Ahnung. Omiya von mir aus. Wir fingieren noch schnell einen Anspruch. Können wir ein, zwei Provinzen gerade mitnehmen bei der Gelegenheit. Muss ja nicht viel sein. So. Wir nehmen die Eroberung von Raba. Okay, du wartest 2 Tage. Läufst jetzt hoch. Tabaristan ehrte sein Kriegsbündnis mit Karakunlu. Willst du hier den Anschluss erlauben oder willst du... Erlaub ihn mal hier. Die Osmanen wollen sich ja bestimmt auch selbst noch 2 Provinzen nehmen. Anschluss aus und mach den hier an. Wir ordnen das mal kurz um. Genau, du sollst dich mal anschließen. Ah, so ein Dreck. Um Tabaristan kümmern wir uns später. Ui, die haben doch ganz schön viel Truppen. Weil wenn wir davon ausgehen, dass 11 Regimenter von den 33 zu Tabaristan gehören, dann ist es auch nicht mehr so viel.
ich muss gerade mal schauen. Vielleicht schaffen wir es auch hier, die Festung einzunehmen. Das ist ja fast besser. Na ja, gut, da kommen schon die Osmanen angelaufen. Das ist doch super. Trapezun kann da ruhig noch ein bisschen Unruhe stiften. Jetzt ein bisschen spät für euch. Ich glaube, das wird's nicht mehr. Und Trapezunt holen die sich auch, ne? Ja, ja. Also das ist nicht unsere Baustelle. Und mir fällt gerade wieder ein. 6 Einheiten, okay. Ich laufe mal mit denen zurück, weil wenn hier wieder die Seuche ausbricht, dann ist da wieder die Kacke am Dampfen. Okay, wir haben Raba besetzt. Nee, ich will nicht so dicht da unten an Tabaristan vorbeilaufen. Echt, du musst ganz außen rumlaufen. Das ist aber nicht gut. Das dauert dann eh wieder relativ lange. Wir machen es so rum. Ach, guck mal da. Partikularisten. Wie sieht's mit unseren Revolten aus? 4,8 Jahre. Gut, okay. Wir haben Wann besetzt. Da komme ich nicht hin. Dann kommst du da runter wieder, bitte. Ah, das sieht doch gut aus. Das machen die Osmanen doch alles für uns. Danke, Osmane. Ich werde jetzt übrigens hier noch Kriegssteuern erheben. Denn ich denke, der Krieg wird auch noch eine Zeit lang dauern. Mamelukenreich wird gezogen, Kriegsreparation zu zahlen. Oh, schade. Es wäre cool gewesen, wenn die noch irgendwie eine Provinz hätten abdrücken müssen. Ja. Al-Quds nehme ich gerne auch noch mit. Ich glaube, er läuft nach Trapezunt. Wir haben es nicht so eilig. Okay, da komme ich auch gar nicht hin. Wir geben trotzdem noch ein bisschen Gas. Ah, dieses Bündnis mit den Osmanen, es ist einfach in Gold nicht aufzuwiegen. Oder vielleicht doch.
Wenn wir jetzt angegriffen würden. Okay. Gut. Ich komme hier leider nicht weiter, aber bleib da mal stehen. Und lauf weiter hier runter. Der will sehr wahrscheinlich hier hin. Aber wir können ihn eigentlich, ja, wenn er es unbedingt versuchen will. Ah, ich habe gedacht, wir schaffen es vielleicht noch, so ein Mist. Ja, gut. Wann kommst du an, am 26.? So, gleich kracht's hier drüben. Ja, wir haben einen höheren Taktikwert und einen höheren Moralwert. Ja, doch. Und einen höheren Disziplinwert. Ach, apropos, warte mal, Disziplinwert. Oh, gibt leider keinen. Der bezahlt sich fast selbst mit 10 weniger Militärunterhalt. Der Bursche hier. Inflationsreduktion ist gut. Steuern plus 10. Was haben wir denn an Steuern momentan? 7,13. Das ist 0,7. Dann bezahlen wir nur 0,8 für ihn. Wir kommen aber schneller mit den Admin-Ideen durch, ne? Komm her, Kollege. Wir nehmen den Burschen mit den Steuerboni. Und dann kannst du, die ist noch keine 12 Tage gelaufen. Was ist das, als würde das schaffen? Oh, toll, eine Null. Ja, er hat auch eine Null gewürfelt. Im Fernkampf müssen wir doch eigentlich hier viel mehr Schaden machen als er. Machen wir aber nicht. 5 gegen eine 6. Und wir haben aber die... Wir haben doch die Kanonen... Ah, die sind im Nahkampf wahrscheinlich, ne? Nö, die sind im Fernkampf. Wir müssten eigentlich auf seine Infanterieregimenter schießen. Lauf nach Bagdad. Ganz, ganz schnell. Hier ist recht verlustreich. Und mein Telefon klingelt im Hintergrund, ihr hört es wahrscheinlich. Machen wir an der Stelle Schluss. Sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Allahu Akbar. Tschüss.